Fußballer wie David Beckham oder Lukas Podolski oder Cristiano Ronaldo, das sind ja im Prinzip Popstars. Die Mädels liegen ihnen zu Füßen und alle Jungs wollen so werden wie sie. Die Jugendzeitschriften bringen ihre Poster und mit Werbeverträgen machen sie Millionen. Das ist im Prinzip in Südkorea auch nicht anders, nur spielen die Superstars da nicht Fußball, die spielen am Computer. Es sind Gamer. Hier kommt ein Ausflug in eine uns bislang völlig unbekannte Welt. Südkoreas Hauptstadt Seoul. Im Zentrum der Metropole hat eine Schlacht um die galaktische Vorherrschaft begonnen. Gespielt wird sie von den beiden Superstars unter Koreas professionellen Computerspielern. Einer heißt Ma Jae-yoon. Er ist 20 Jahre alt, nennt sich der Meister, ist Millionär und Mädchensparer. Kurz vor dem Spiel treffen wir ihn in dieser Villa, dem Wohnheim und Trainingslager von CJ Entus. Das ist eine von mehreren Profimannschaften im sogenannten E-Sport, im elektronischen Sport. Strenge Regeln, auch Ma Jae-yoon muss sich ein Zimmer teilen, trotz seines Reichtums und 25.000 Mitgliedern im Fanclub. Diese Pantoffeln habe ich zum Beispiel von ihnen bekommen. Außerdem Kissen und Kuscheltiere, einige liegen auf meinem Bett. Oft kriege ich auch Kosmetik. Meine Haut ist empfindlich, sie wird schlecht und trocken, wenn ich zu lange spiele und wenig schlafe. Meine Fans machen sich deshalb Sorgen und schicken mir diese Sachen. Das Wohnzimmer. Angeleitet von zwei Trainern sitzt die Mannschaft hier 6 Tage pro Woche vor dem Computer. Ab 13 Uhr müssen sie trainieren. Meistens bleiben sie bis 3 oder 4 Uhr morgens. Die Jungen spielen wie 5 Millionen Südkoreaner StarCraft, ein komplexes Strategiespiel, bei dem sich im Weltraum Armeen bekämpfen. Die 18- bis 24-Jährigen sind Profis mit gut bezahlten Jahresverträgen. Für junge Südkoreaner ein Traumjob. Auch wenn neben Spielen und Training gerade noch genug Zeit zum Essen bleibt und für den Fitnessclub. Ma Jae-yoon ist im Land mindestens so populär wie Fußball- oder Baseballstars. Zuerst habe ich gelegentlich mit Freunden gespielt, aber dann fing ich an, nur noch an das Spiel zu denken, in der Schule, im Bett. Ich habe damals gemerkt, dass ich süchtig war. Den ganzen Tag habe ich vor dem PC gesessen. Sie haben es geschafft und sind Profis geworden. Ihre Spiele werden auf E-Sport-Kanälen im Fernsehen übertragen. Für die Hightech-Nation sind Computerspiele ein Milliardengeschäft. Die Teams gehören meist Großkonzernen, denen die Jugendidole gut ins Firmenimage passen. Von wegen blasse Freaks mit fettigen Haaren, die Wirtschaft spricht von brillanten, fröhlichen Entertainern. Einige der Eltern kommen zu mir und sagen, ich will nicht, dass unsere Kinder dieses Spiel spielen. Sie sollen studieren. Aber sie machen gutes Geld. Sie sind populär, in der Szene quasi Weltstars. Deshalb akzeptieren die Eltern es immer mehr und sagen, ja, E-Sport ist ein richtiger Sport. Hier beginnen die Karrieren. Eine von 25.000 Computerspielhallen im Land. Jeder dritte Südkoreaner ist für ein sogenanntes Online-Spiel registriert. StarCraft etwa kann man übers Internet spielen mit Gegnern, die am anderen Ende der Welt sitzen. Er erzählt, was keine Seltenheit ist. Ich habe einmal 24 Stunden am Stück hier gesessen und nur nebenbei etwas gegessen. Kritiker bezeichnen solche Cafés als Opiumhöhlen des 21. Jahrhunderts. 2% der Bevölkerung gelten als abhängig. Einige Spieler sind vor Erschöpfung oder durch Herzversagen tot vom Stuhl gefallen, weil sie 50 Stunden oder mehr vor dem Computer gesessen haben. Der Abend. Der Meister Ma Jae-yoon wird geschminkt, neben ihm wartet eine der wenigen Profispielerinnen auf ihren Vorkampf. 11 Stunden Training am Tag, sie hat viele männliche Fans und seit sie erfolgreich ist, auch die Unterstützung ihrer Eltern. Als Profi habe ich keine Zeit, einen Freund zu finden. Ich liebe meinen Beruf und möchte mich auf die Arbeit konzentrieren. Einen Freund werde ich mir später suchen. Ma Jae-yoon sagt, dass ihm das Spielen immer noch Spaß mache. Aber anders als früher habe ich jetzt Druck. Als Profi muss ich immer mein Bestes geben und jedes Spiel gewinnen. Es ist eine Benefizveranstaltung für notleidende Kinder.
Der zweite Superstar nennt sich der Kaiser. Er trägt Uniform, weil auch Jugendidole in Südkorea Wehrdienst leisten müssen. Im Publikum echte Generäle. Da auch die Luftwaffe Hightech mag, hat sie eine eigene Profimannschaft gegründet. Mit gut 600 Tastenanschlägen pro Minute kommandieren die beiden ihre Truppen, um das Lager des Gegners zu erobern. Hunderttausende sitzen vorm Fernseher, die Computerspielreporter kommentieren jedes Manöver. 3000 Zuschauer verfolgen gebannt auf der Großleinwand die Schlacht. Jubel bei gelungenen Aktionen. Die Fans finden den Meister aber nicht nur sexy. Er ist der Beste, er entwickelt tolle Strategien. Nach gut 40 Minuten überschlägt sich die Stimme des Kommentators. Der Kaiser hat aufgegeben, der Sieger heißt Ma Jae-yoon. Danach Interviews. Ein paar Jahre will er weiter um die Vorherrschaft im Universum kämpfen. Was danach kommt, weiß er noch nicht. Viele Fans wünschen ihm eine Goldmedaille bei Olympia. Denn da, meinen sie, gehöre auch der E-Sport mit seinen smarten Superstars eigentlich hin. Unglaublich. Nur auf die Torwand schießen wird er wahrscheinlich nie dürfen. Aber gut, ich fürchte, das wird dann auch nichts mit den Treffern. Jetzt könnte ich mir vorstellen, viele Eltern haben in den nächsten Tagen ein Problem, wenn die das jetzt gerade hier im Familienkreis gesehen haben, weil die Kinder kommen natürlich und sagen, wenn ich groß bin, will ich mal Profi-Computerspieler werden. Naja, also da würde ich sagen, gibt es für Europa noch ein bisschen Entwarnung. Es gibt zwar hier auch eine E-Sport League, aber da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir da Profis haben in dem Kaliber, wo auch so viel Geld hineinfließt. Das ist eher noch ein Nischenbereich hier in Europa. Ja. Und das wird auch sicher noch eine ganze Weile dauern, bis das ernstzunehmende Vollzeitkräfte sind, die da arbeiten. Glauben Sie? Glaube ich. Immerhin, wir haben auch gehört, manche fallen nach 50 Stunden Spielen tot vom Stuhl. Das muss man ja nicht unbedingt haben. Nein. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten. Tod vom Stuhl zu fallen. Das auch, Herr Münch. Darüber können wir gleich sprechen. Wir sprechen dann über ganz andere Dinge in der nächsten Woche. Zum Beispiel sagen wir Ihnen, wie Sie Ihre Filme und Ihre Fotos richtig digitalisieren und wie Sie diese digitalen Daten dann auch möglichst lange sicher archivieren. Wir freuen uns auf Sie in einer Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.